Seit den frühesten Anfängen der Automobilgeschichte verkörpert die Marke Monroe ein Synonym für Fahrsicherheit. Tatsächlich kam das Startprodukt von Monroe, der Stoßdämpfer, bereits 7 Jahre früher auf den Markt. Damals, im Jahre 1916, fuhren die Fahrzeuge noch mit Kutschfedern, wodurch die Fahrt wahrlich abenteuerlich und zumal etwas schmerzhaft für die Fahrer und Insassen war. Mehr noch als jene strapaziösen Fahrten, verursacht durch unwegsame Straßen, frustrierte die Fahrer jedoch die Häufigkeit der Reifenpannen. Und dadurch, dass Reparaturwerkstätten zur damaligen Zeit noch sehr rar waren, sahen sich die Fahrer oft gezwungen, die Reifen selbst zu flicken oder zu wechseln. Diese Gelegenheit nutzten zwei Geschäftsmänner mit Unternehmergeist, um in der Stadt Monroe im Bundesstaat Michigan mit der Fertigung der innovativen Brisk Blast Reifenpumpe zu beginnen. 1919 wurde das junge Unternehmen zur Monroe Automobile Equipment Manufacturing Company. Die Ingenieure von Monroe begannen jedoch schon bald, sich auf ein noch viel wichtigeres Bedürfnis zu konzentrieren: die Verbesserung der Fahrzeugstabilität. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, begannen die Techniker damit zu experimentieren, das Konzept ihrer Einrohrreifenpumpe für den Gebrauch als hydraulischen Stoßdämpfer zu adaptieren. Monroes innovativer hydraulischer Zweiwegestoßdämpfer wurde im Jahr 1926 auf den Markt gebracht und fand sofort großen Anklang sowohl bei den Fahrzeugherstellern als auch bei den Mechanikern. Seit dieser ersten bahnbrechenden Erfindung gilt Monroe als einer der innovativsten Hersteller von Fahrwerkkomponenten. In den frühen 50er Jahren stellte das Kultprodukt Monroe-Matic den weltweit bekanntesten und beliebtesten Stoßdämpfer dar. Die außerordentliche Leistungsstärke und Zuverlässigkeit der Monroe-Produkte deckte beinahe den kompletten Pkw-Markt ab, bis hin zum Sieger des 500-Meilen-Rennens von Indianapolis. Noch im selben Jahrzehnt begann Monroe, Millionen von Verbrauchern darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, abgenutzte Stoßdämpfer auszutauschen. Die Marke eroberte den Weltmarkt in den frühen 60er Jahren, wobei es Mitte der 80er Jahre zu einer umfangreichen Expansion kam, als die nachweislichen Sicherheitsvorteile von Monroe-Stoßdämpfern und Federbeinen sogar bis nach Australien gelangten. In jedem darauffolgenden Jahrzehnt wurden neue Innovationen auf den Markt gebracht. Die 90er Jahre brachten die weltberühmten Monroe Sensor Track und Reflex Stoßdämpfer und Federbeine hervor. Im Jahr 2003 revolutionierte Monroe den Federbeinaustausch mit dem innovativen Quick-Strut-System. 2007 brachte Mercedes-Benz die ersten Fahrzeuge mit einem elektronisch gesteuerten Dämpfersystem auf den Markt, das von Tenneco, der Muttergesellschaft von Monroe, entwickelt worden war. Dank diesem innovativen Spitzentechnologiesystem verfügt der Fahrer über ein Fahrwerk, das je nach Fahrbedingungen beinahe verzögerungsfrei von einer komfortablen Dämpfung zu einer Dämpfung für sportliche Fahrweise wechseln kann. Es war ein langer Weg seit den steinigen, unwegsamen Straßen des frühen 20. Jahrhunderts. Dennoch konnte Monroe mit jeder neuen Fahrzeuggeneration seine marktführende Position behaupten. Dank hochwertiger Fahrwerkstechnik, die Fahrern wie ihnen dabei hilft, jeden Tag sicher zu Hause anzukommen. Denn ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.